jetzt. Feuer rein. Sie werden beschossen. Sie schießen auf uns. Norden. 500. Soldat. Feind beschossen. Sie schießen auf uns. Sie schießen irgendwo von hinten. Nordostberg. 500. Soldat. Erstmal zu dem... zu der blauen Plane da verlegen. Oder weiter. Feuer. Weiter sind die Feinde schon. Erstmal der erste zu der blauen Plane, hätte ich jetzt gesagt. Ach, da sind die, ja. Die sind genau so dahinter. Leben dann alle, wenn ich eine hab? Ja. War die letzte, die blöd war. Also. Unter Beschuss! Jetzt kommen sie von der anderen Seite. Feuerwehr! Das ist das Feuerwehrauto, Yoshi. Ah. Mit dem Feuerwehrmann oben drin, guck mal, der kommt raus. Nein, nicht. Das ist voll. Definiere. Es hat zwei Plätze und es sind zwei Feuerwehrleute drin. Ich finde gut, dass wir die Feinde und alles andere jetzt kommen. Alle komplett ignorieren. Feuerwehrauto! Ich glaube, der hat Anfälle. Unsere Aufmerksamkeitsspanne, oder? Hat der irgendeinen. Der hat dort einen epileptischen Anfall. Er klatscht, er versucht zu klatschen. Soll ich ihn mal heilen? Ich geh mal looten. Nein! Wir wurden gestukert. Sehr schön. Jetzt hatte aber noch jemand. Janne hat einen epileptischen Anfall. Der Waffe. Oh Gott, danke. Oh! Fuchs! Ernsthaftes Fuchs. Problem! Fuchs! Feuer. Ja, und so. Nein, der uns aber nicht. Wir werden beschossen. Ein Hubschrauber kommt. Wo ist der? Könnte mich wiederholen. Feinde sind völlig vergessen. Das ist nach Süd gefahren. Wir haben ein Feuerwehrauto. Ich möchte manchmal so gerne hüpfen. Steffi, guck mal. Und der andere. Der andere. Ja, da hinten kommt er! Fuck! Lauft! Er kommt hinter uns über den Hügel. Wir haben es gesehen! Lauft weiter! Rennen wir uns oder soll ich hinter dir? Ihr verschanzt euch da unten erstmal am Fluss. Ich versteck mich im Schilf. Du musst quaken, dann bist du eine Ente. Oder ein Frosch. Warte. Da habe ich doch. Gib her ein Männchen da. Stimmt, die Lockröte. Oh oh, er kommt. Sicher, dass der keine Ente ist. Schwer bewaffnete Ente. Le Quack. Das wäre eine französische Ente, oder? Das ist der französische Panzer beim Camouflage-Training. Er verkleidet sich einfach als Quietsche-Entchen.